Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Wir sind gerade dabei, ja, hier unser Gehege zu gestalten. Wir haben dort, wie ihr seht, Ameisenbären, wir haben Kapuzineräffchen und wir haben... Wo sind die anderen? Wo verstecken die sich? Da. Da, genau, die Kapibaras. Lebensqualität, ja, ihr kriegt noch euren Unterstand. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge so eingerichtet, dass die Mitarbeiter auch überall hinkommen. Das ist schon mal gut. So, dann könnten wir hier mal ein bisschen... Unterstände machen. Machen wir das so ein. Und umbauen den irgendwie. Ich glaube, das machen wir. Und hier können wir dann auch noch so ein bisschen Keyboard. Das können wir auch noch da hinten hin tun, ne? Da spielen die Kapuzineräffchen nämlich durchaus drauf. Nicht wahr? Spielst du da drauf? Ja. Ups. Genau. Nicht nur gucken. Der große Musiker. Nee, finde ich schön. Gefällt mir. Sehr gut. So, und das wollte ich jetzt noch verkleiden. Natur. Da hatten wir doch... Achso, wir brauchen natürlich hier noch... Das da. Schlafmöglichkeiten. So. Und dann würde ich das gerne entsprechend Pflanzentrennschirm. Mit Pflanzen. Ah, hier gibt es doch noch Wasser. Machen wir vielleicht so ein Wasserbecken drunter. Natürlicher Termitenhügel. Den machen wir da mal hin. Kletterstamm. Kletterbrücke. Müssen wir noch mal gucken. Ah, hier, das können wir auch. Oh, ich muss mal gucken, wie die Temperaturen eigentlich sind. Was für Temperaturen hättet ihr denn gerne? Hallo? Lebensqualität.
Sprinkler. Umgebung, Gelände, stabiler Rückzugsort fehlt noch zum Teil. Was für Temperaturen wollt ihr denn? Irgendwo sehe ich das doch, oder? Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Rückzugsort. So. Machen wir den mal. Natur. So, hier gibt es doch diese hohen Gräser. Die würde ich da jetzt nämlich gerne einsetzen. Das passt auch gut an dem Wasserrand. Vorbeigeblättert oder gibt es die hier gar nicht? Kann natürlich sein, dass es die hier gar nicht gibt. In den... da müssen wir natürlich anders gucken. So eine Säule. Esche, Frauenfarn. Ich würde das gerne irgendwie so mit großen Büschen oder Gräsern halt verkleiden, aber die scheint es gar nicht zu geben. So höchstens. Ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber die scheint es tatsächlich nicht in diesem Biom zu geben, Kokospalme. Lilianenvorhang. Das wäre eine Alternative vielleicht, ne? Klein. Auch schon groß. Und dann nach unten Buschwerk oder so. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. So. So, dass die was Sichtschutz haben. Machen wir das so. So. Dum, dum, dum. Hier sind sie doch. Da sind doch die Rohrkolben. Ich meinte doch da. Dann machen wir die Dinger da wieder weg. Und machen die hier hin. So habe ich mir das vorgestellt. So. Da können wir die hin tun.
hatte ich mir das vorgestellt. Dann haben wir hier nämlich schön dichtes. Sehr gut. Genau so. Was können wir da oben drauf machen? Muss ich mal gucken, ob wir da noch was drauf packen. Machen wir hier auch noch Futter hin? Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Futterschüssel. Futterspender langsam. Hundeball. Und hier brauchen wir natürlich auch was, ne? Dass sie auch hier spielen wollen. Dass die Gäste was zu gucken haben. Machen wir hier nochmal was hin. Okay. Stehgehege. Das ist riesig, ne? Gibt es auch ein kleiner? Nicht wirklich. Nee. Nee, nee, nee. Den müssen wir noch verschieben. Hä? Was soll das? Nimmt doch nicht die Temperatur ein. Sprinkler? Ich will den hier. So Sprinkler. Will ich jetzt das Spiel hier irgendwie veräppeln oder was? Ich will doch eigentlich hier das Ding da versetzen. Sprinkler, so ein Quatsch. Das ist kein Sprinkler. Termitenhügel. So, und da soll der hin. Sprinkler können wir natürlich einen hinsetzen hier. Ist gerade gar nicht... Spiegelmobile. Ja, das können wir auch schön hier vorne. Das Gehege ist schon groß, ne? Da eigentlich hin? Die Tiere? Ja, die Äffchen ja sowieso nicht, ne? Temperatur... Passierbarer Bereich. Ne, da kommen sie gar nicht hin. Und diese Chappi Dings, die kommen hin. Okay, dann müssen wir das auch noch passierbar machen. Zumindest für die Mitarbeiter, dass sie da auch sauber machen können im Zweifelsfall. Da können wir aber schön so eine Brücke arbeiten.
gerade mal, dass dann für die Mitarbeiter passierbar wird. Wenn wir die hier hin machen, die nutzen können. So. Passierbarer Bereich von Mitarbeitern. Jawohl, die kommen jetzt dahin. Sehr schön. Ja, dann brauchen wir natürlich wieder Pfosten. Dann nehme ich mal dünne. Das war das hier. Genau so. Dann haben wir da nämlich die Stützen drunter. In der richtigen Stärke. Plöpp. So, sehr gut. Dann kommen die auch dahin. Oh. Da brauchen wir auch nochmal eine. So, jetzt. Ne, da auch noch. Da auch noch. Jetzt passt's. Sehr gut. Sehr schön. Wird alles passierbar oder ist alles passierbar? Brauchen wir noch stabile Rückzugsorte? Ein Rundholzrückzugsort. Wasserdüsenfels. Kenne ich gar nicht. Wassertrog. Oh, wir brauchen Wasser, ne? Wassertrog. Würde ich mal hier hin machen. Das geht gar nicht. Okay, ich dachte, dann machen wir den noch so. Ich dachte, da könnte ich so einen Trog drunter machen. Geht aber nicht. Okay, Versuch war es wert. Wir bräuchten hier mal Futter, oder? Der mal guckt, dass auch genug Futter da ist. Ja, die Bimmelbahn. Tschu-tschu. Passt hier eigentlich durch? Müsste, ne? Ja, passt durch. Sehr gut. Damit, das ist doch süß. Ja, Nasenbären schwimmen auch. Die Äffchen halt natürlich nicht, aber die können überall hinklettern. Passt von dem her. Moin ist halt eine stabile Rückzugsorte. Da muss ich mal gucken, was ich dafür einen baue. Wo ich da noch überall einen baue. Könnten hier noch einen hinmachen. Dann hier dann quasi so ein Einwegspiegel. Frage ist, baue ich selber oder nehmen wir einen fertigen?
könnte man zum Beispiel gut den machen, ne? Können die da dann rausklettern? Machen wir hier noch Schlafmöglichkeiten klein hin. So. Was haltet ihr davon? Prozent. Gelände ist wenig geeignet. Warum? Wir brauchen mehr Erde. Ah. Und mehr kurzes Gras. Mehr Erde und mehr kurzes Gras. Das kriegen wir hin. So, das wäre natürlich dann Gras kurz hier, da wo es lang ist. Das lange Gras mag ich eh nicht. Gras kurz. So. Bisschen brauchen wir noch. So, Gras kurz haben wir. Wir haben zu viel Erde. Ach so. Zu viel Erde. Dann gucken wir mal, wo wir noch Grasflächen hinkriegen. So. Machen wir hier auch noch. So, Gelände passt. Für den passt. Wie sieht's bei den Äffchen aus? Oh, das ist ein Junges. Süß. Das beantwortet aber meine Frage. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber machen. Ist doch süß, ne? Piep. So, jetzt wollte ich aber eigentlich gucken, wie sieht's bei den Äffchen aus. Gelände ist okay, sehr gut. Und die Ameisenbären. Was meinen die zu dem Gelände? Müsste eigentlich ja auch passen, ne? Weil die sind ja kompatibel zueinander. Da ist einer. Ja, stabile Rückzugsorte, die fehlen noch, da arbeiten wir dran. Da kommen noch welche, das machen wir aber natürlich auch in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, da ist ein Ameisenbär.